Auf diesem Bild sehen wir die französische 2-Euro-Gedenkmünze von 2021, die zum 75. Jubiläum des Kinderhilfswerks UNICEF gewidmet ist. Die Inschrift am oberen Rand würdigt die Arbeit der Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 1946. Im Zentrum der Münze befindet sich die Zahl 75, die das Jubiläum markiert. Links davon ist das Jahr ans zu sehen, was Jahre bedeutet. Darunter steht RF für Französische Republik. Der Hintergrund zeigt stilisierte Symbole, die für die weltweite Hilfe von UNICEF stehen, darunter zwei Kinder, die sich die Hand reichen, was für Solidarität und Unterstützung steht. Ein Lorbeerkranz umgibt die Zahl und betont das Jubiläum als einen ehrwürdigen Meilenstein. Die Münze ist von den typischen 12 Sternen umgeben, die für die Europäische Union stehen. Diese Münze verbindet den ideellen Wert von humanitärem Engagement mit numismatischer Kunstfertigkeit. Sie dient nicht nur als Zahlungsmittel, sondern erinnert im Alltag an die Bedeutung der Kinderschutzorganisation und die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber den jüngsten Generationen. Auf diesem Bild sehen wir die Rückseite der französischen 2-Euro-Gedenkmünze von 2021. Diese Seite zeigt das standardisierte Euro-Design, das in allen Ländern der Eurozone auf den 2-Euro-Münzen verwendet wird. Im Zentrum ist die große Zahl 2 abgebildet, die den Nennwert der Münze in Euro darstellt. Rechts davon steht das Wort Euro in Großbuchstaben. Im Hintergrund ist eine Europakarte zu sehen, die Westeuropa und die Mitgliedsländer der Eurozone symbolisiert. Diese Karte stellt die Idee der europäischen Einheit und die gemeinsamen Währungen dar. Entlang des rechten Randes sind mehrere vertikale Linien mit kleinen Sternen angeordnet, die für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen. Diese Rückseite symbolisiert die Solidarität und Einheit der Euro-Länder. Die europäische Karte erinnert daran, dass die Eurozone wirtschaftlich und kulturell eng miteinander verbunden ist, und die Sterne repräsentieren die Ideale von Einigkeit, Solidarität und Harmonie unter den europäischen Völkern. Die Kombination aus der landesspezifischen Vorderseite und der standardisierten Rückseite macht die Euro-Gedenkmünzen einzigartig und verleiht ihnen Sammlerwert. Für Frankreich ist diese Seite ein Ausdruck der Zugehörigkeit zur EU, und sie unterstreicht den gemeinsamen wirtschaftlichen Raum, in dem diese Münze in jedem Mitgliedsland als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Die französische 2-Euro-Gedenkmünze des Jahres 2021 ist ein faszinierendes Stück europäischer Numismatik und ein Symbol für Frankreichs kulturelles Erbe in der modernen Welt. Geprägt in der 5. Republik, die seit 1958 die politische Landschaft Frankreichs prägt, erzählt diese Münze eine Geschichte von Wandel und Beständigkeit, die weit über ihren Nominalwert hinausgeht. Diese 2-Euro-Münze gehört zur Kategorie der Umlaufgedenkmünzen, die sowohl als gesetzliches Zahlungsmittel im gesamten Euroraum als auch als Erinnerung an wichtige Momente der französischen und europäischen Geschichte fungiert. Ihre Wertigkeit von 2 Euro, umgerechnet etwa 2,12 Dollar, ist im täglichen Handel fest verankert. Doch ihr eigentlicher Wert entfaltet sich erst, wenn man ihre besondere Gestaltung und symbolische Bedeutung betrachtet. Die Komposition der Münze ist ein Kunstwerk für sich. Sie besteht aus einer bimetallischen Struktur. Ein glänzend gelber Nickel-Messingkern ist von einem silbrigen Ring aus Kupfernickel umgeben. Diese Wahl der Materialien ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional, denn die unterschiedlichen Farben und Metalle verleihen der Münze eine hohe Wiedererkennbarkeit. Zudem ist diese bimetallische Bauweise eine Hommage an die Vielschichtigkeit der europäischen Identität, verschiedene Elemente, die zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Die Münze ist mit einem Durchmesser von 25,75 mm und einem Gewicht von 8,5 Gramm gefertigt, mit einer Dicke von 2,2 mm Masse, die dem Sammler und Kenner eine wohltuende Vertrautheit bieten und gleichzeitig ihre Authentizität garantieren. Die feine, geriffelte Randgestaltung und die Medaillenausrichtung verleihen der Münze eine einzigartige Haptik und demonstrieren die hohe Kunstfertigkeit der französischen Prägeanstalten. Jede 2-Euro-Gedenkmünze Frankreichs erzählt eine Geschichte, sei es ein bedeutendes historisches Ereignis, ein Jubiläum oder die Würdigung einer Persönlichkeit, die Frankreich und die Welt geprägt hat. Diese Münze lädt uns ein, Frankreich nicht nur als Land zu sehen, sondern als Erbe von Tradition und Fortschritt, von Stolz und Gemeinsamkeit. Sie ist ein kleines Kunstwerk, das die Zeit überdauert und die Werte der Französischen Republik und Europas im Alltag erlebbar macht. So ist die 2-Euro-Gedenkmünze von 2021 nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern ein Stück Geschichte, das in unserer Hand liegt. Ein Fenster in die Vergangenheit,
das für Sammler und Geschichtsliebhaber gleichermaßen faszinierend ist.